Hallo Mädels, gibt's einen Emoji, den du einfach andauernd verwendest? Ja? Dann könnte dieser Smiley eigentlich so einiges für dich verraten, oder? Im Folgenden also, das sagen diese Emojis über dich aus. Erstens, Zunge zeigender Emoji. Du bist ein bisschen crazy und stehst dazu. Lass uns heute noch einen Flug buchen, die nächste Party crashen oder zum Friseur gehen und Haare lassen. Spontanität ist dein zweiter Vorname und der Wahnsinn dein treuester Begleiter. Zweitens, der grinsende, freche Smiley. Du bist ein kleiner Schlingel, der gerne sarkastische Seitenhiebe und verschmitzte Kommentare von sich gibt, du kleiner Lauser, du. Drittens, der braune Häufchen-Emoji. Du bist eine kleine Spaßkanone, provozierst gerne und bist direkt. Dir ist kein Thema zu peinlich oder zu unpassend. Diesen Emoji verwendest du deshalb auch besonders gerne und exzessiv. Morgen früh aufstehen ist gleich Kackhäufchen. Der Typ von letzter Nacht, noch mehr Kackhäufchen. Wenn die beste Freundin sagt, ich habe heute keine Zeit, sorry, Kackhäufchen. Viertens, der Daumen hoch Emoji. Du bist ein umgänglicher, freundlicher Mensch, der auch gerne mal Kompromisse eingeht. Du bist für jeden Pass zu haben und gibst dein Leben Thumbs up. Fünftens, das Herzerl-Augen-Emoji. Du bist romantisch und emotional. Du bist leicht zum Weinen zu bringen und liebst Videos mit süßen Tierchen, Babys und Katzen. Du drückst mit den verliebten Äuglein die Begeisterung für die verschiedensten Dinge aus. Egal ob es um Tiere, Schuhe, Kleidung, Möbel, das Wetter oder Ryan Gosling geht. Sechstens, der Feuer- und Flamme-Emoji. Du hast es faustdick hinter den Ohren, Feuer unterm Arsch und in deinen Konversationen geht es oft richtig heiß zu. Langweilig wird es bei dir bestimmt nie. Siebtens, der Kussmund-Emoji. Du liebst die Menschen um dich rum und zeigst es ihnen auch gerne. Du bist die Sorte Mensch, die gerne umarmt, schmust und ganz viel Liebe gibt. Deshalb befüllst und beendest du auch 90% deiner WhatsApp-Konversationen mit diesen Emojis und das ist auch gut so. Achtens, der coole Sonnenbrillen-Emoji. Du gehörst zu den Cool Girls, die wissen, wo es lang geht. Du bist immer lockerlässig drauf und es bringt dich nicht so schnell aus der Ruhe. Du bist außerdem gerne unterwegs, manch einer würde dich sogar als kleinen Party-Tiger bezeichnen. Neuntens, der klassisch smilende Emoji. Du bist ein zufriedener Mensch, der sich seines Lebens erfreut. Du hast viel Kontakt mit Menschen, die dir gut tun und selbst wenn es mal nicht gut läuft, versuchst du das Beste aus jeder Situation zu machen. Außerdem ist es dir viel zu anstrengend, für jede Emotion den passenden Emoji zu finden. Keep it simple ist dein Motto, wenn es um Chat-Konversationen geht. Zehntens, der vor Lachen weinende Emoji. Den setzen die wenigsten von euch richtig ein, aber du bist sehr leicht zu unterhalten, liebst gute Witze und gehörst in deinem Freundeskreis auch zu jenen Menschen, die am lautesten und häufigsten lachen. Du bist eine frohe Natur, mit der man sich gerne umgibt und dir laufen auch im echten Leben schon mal vor lauter Lachen Tränen über die Wangen. Elftens, der Affen-Emoji, der sich die Augen zuhält. Du bist ein spannender Mensch, in dessen Leben allerhand aufregende Dinge passieren und das spiegelt sich auch in deinem Chat wider. Wer so oft die Hände vor die Gucker geben muss, hat bestimmt alles andere als einen langweiligen Alltag. Zwölftens und letztens, der lila Teufels-Emoji. Dazu muss man wohl nicht mehr viel sagen. Du bist frech, risikofreudig und ein bisschen versaut. Und auch beim Flirten bist du daher alles andere als schüchtern, du kleines Teufelchen.